Stubnitz ist ein ehemaliges Kühltransportschiff, hat zur ostdeutschen Hochseefischfangflotte gehört. Und mit diesem Typschiff ist Mitte 60er Jahre die Flottillenfischerei in der Ostsee eröffnet worden. Nach der Wende haben wir die Verantwortung über das Schiff genommen. Ich hatte das ursprünglich als Idee initiiert mit einem Kollegen von mir. Und wir haben dann als Initiatorengruppe, das waren fünf Künstler, letztendlich dann aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die das damals gestartet haben. Das Ziel war wirklich, einen kulturellen Veranstaltungsort zu machen, der halt in verschiedenen europäischen Regionen aktiv sein kann. So ein normales Tagesbild ist, dass Größenordnung 12 Personen hier Energien einbringen. Und dann, je nachdem, wie die Aktivitäten sind, geht es dann hoch auf 25 Personen. Also wir haben dieses Jahr, wie wir von Rostock aufgebrochen sind, erstmal ein Projekt in Bremen gemacht und waren danach in Hamburg, in der Hafen City, drei Wochen im Rahmen von Elbchess und anderen Veranstaltungen. Und jetzt sind wir zurzeit in Wilhelmshaven. Wir machen hier Vorbereitungen für das Projekt, was wir vorhaben in London, und in zwei Wochen geht es dann weiter zu diesem Blog-Weekend in London. Ich pflege zu sagen, wir hatten nie eine Perspektive, weil es immer unterfinanziert war. Das hat sich eher noch graduell verschlechtert. Verschlechtert deswegen, weil einerseits sehr gravierende Veränderungen in der Schifffahrt erfolgt sind in den letzten 10, 15 Jahren. Insbesondere mit den Security-Management, diese Antiterror-Managements oder die Abwehr von äußeren Gefahren. Das ist ein Problem, was uns verschiedene Liegeplätze, wo wir regelmäßig gearbeitet haben, auch wirklich beendet hat. Ja, ich muss mal gucken, was es da gibt. Ja, ich habe jetzt in ein paar Wochen ein 20-jähriges Jubiläum, wenn man so will. Zum Teil macht es immer noch Spaß. Also Spaß ist für mich diese Entdeckung in verschiedenen Regionen, die Gegenwart der Musik, quer durch alle Couleurs und Szenen durch. Das ist eigentlich dasjenige, was mich im Projekt hält. Ich würde definitiv nicht ein anderes Projekt finden, wo ich so viel kulturellen Input, eigentlich musikalisch gesehen, haben könnte, wie das hier der Fall ist. Wir haben immer wieder die ganzen Steine im Weg, die ganzen mühsamen Existenzkämpfe, aber auf der anderen Seite ist das immer wieder die Wertigkeit gewesen, die mich dabei gehalten haben und die aber auch andere Leute dabei gehalten haben.